Gut. Oh. Ist denn verbrannt? Ich hoffe, nichts Wichtiges. Glück habe ich hier noch. Samthandschuh. Da ist der Bogen, auch sehr schön. Ich glaube, war gar nicht so wichtig, was jetzt hier verbrannt ist. Das war die Spinne. So, weiter geht's. Nahrung, Brote. Oh. Oh, krass. Das war jetzt wieder aufregend, hör mal. Ja, danke schön, du verkackte Scheiß. Okay. Lassen wir das. Der kann ja nichts dafür. Ist die Natur der Spinne. Und ich laufe jetzt mal im großen Bogen. Wieder Richtung Osten dann zu dem Punkt, wo ich hin muss. Ah, gebraten. Klappt doch manchmal. Aber ich glaube, ich cheat mir die. So ist doch scheiße. Bäm! Ey, wie lange lebt er denn? Ey, den neuen Bogen habe ich noch gar nicht getestet, ne? Klatsch! Doch mit der Stärke ist das Wahnsinn. Wahnsinn, ma! Ein Schuss pro Mob, das ist echt der Hammer. Wirklich der Hammer. Sieht aber irgendwie cool aus hier. Einfach nur so ein Felsblock, wo drin die Quelle Wasser drin ist. Gibt auch einen Erfolg, wo man ein Skelett 50 Meter entfernt töten muss. Das wäre aber wahnsinnig weit. Vielleicht von hier? Naja, das reicht glaube ich noch nicht. Nö. Nö. Okay, hier ist ja der Dschungel. Da ist ja ein schönes Zombie. Ich höre Schritte. So, mal eben kurz einen Überblick verschaffen. Da ist der Dschungel, wo ich glaube ich herkam, weil hier fehlen auch so ein paar Bäumchen. Wenn überhaupt, dann nur in dem Bereich. Aber wie ich sehe, ist da auch nichts. Toll. Hi. Oh. Die hat mich voll erschrocken. Tschüss. Oh oh. Hört sich an, dass ich was richtig Gewaltiges finden werde von der Musik her. Bäm. Vor allen Dingen, ich weiß jetzt auch gar nicht, kann ja mal einer schreiben, wie sich diese Punktzahl zusammensetzt, die ich da im letzten Part, glaube ich, hatte. Als ich gestorben bin. Irgendwie 2200 so und so viele Punkte, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Au. Boah, ja, kommt von allen Seiten. Penetriert mich hart. Du verbrennst jetzt sofort, Zombie. Das Skelett da oben auch. Oh. Hier durchrasen. Okay, die nächste Fernglasoptik. Action. Nichts. Auch nichts. Da unten ist ganz viel Zeug. Okay, ich gehe mal in Richtung Waypoint mal wieder. Aber ich könnte ja schon fast nach Hause laufen. Boah, schade. Das hätte jetzt direkt so beim Landen kaputtgeschlagen werden müssen. Oh, guck mal. Das Spinnenauge ist dafür besonders gut. Schwert oder dergleichen nicht nehmen, weil es nutzt ja ab bei jedem Schlag. Bei jedem Schlag gegen irgendwelche Dinge, die man da kaputt macht. Was weiß ich, eine Blume, ein Zuckerrohr, ein Bäumchen. Dann lieber mit der Hand oder irgendwelche anderen Klötze.
Das ist toll. Ach, guck mal, was da wieder ist. Ätzend. Ist da überhaupt der richtige Waypoint, wo ich da hinlaufe? Glaub nicht. Ich glaube fast nicht. Bestimmt das Ende da hinten. Aua. Oh, hallo Schwein. Nichts zu sehen. Keine Rosenblätter. Hier rutscht man viel zu wenig, finde ich. Oh nein, warte, hier war doch bestimmt... Genau, hier war irgendwo die Lava. Die Lava. Und wenn ich Glück habe, ist das in so einem Cut drin, der richtig schön ätzend ist. So, nein, meine Sachen, Cut. Das wäre witzig. Weil ich habe ja so eigentlich keinen Einfluss mehr auf die Cuts, die hier stattfinden. Ich nehme, sag ich mal, eine Stunde auf. Habe ich, glaube ich, schon öfter mal erklärt. Render das dann als eine Stunde. Dann habe ich einen Stundenpart. Und dann gehe ich her, wenn ich jetzt eine Stunde habe, dann sage ich dem Boltsoft Video Splitter, heißt der, glaube ich, sage ich 4 Parts. Und dann splittet der das halt alleine. Kann auch mal eine blöde Stelle sein. So wie im Together auch, gerade bei einer Pointe. Bei einer Po-Ente. Oh, Kürbisse. War das denn jetzt da? Ja doch, da hinten ist der Dschungel, sehe ich jetzt gerade wieder. Nein, ich bin voll. Wusste jetzt auch nicht, dass ich so wenig davon aufnehmen kann, nur. Oh. Aber andersrum könnte man die Dinger ja auch mit Glück abbauen, dann würde da auch mehr rauskommen. Eine Schaufel mit Glück, aber lohnt sich wirklich nur dafür. Mehr kann man damit ja nicht machen mit so einer Schaufel. Gibt, glaube ich, keine großen Rohstoffe, wo irgendwie mehr rauskommt, glaube ich, ne? Kohle, Redstone. Dann dieser Lehm. Oh. Tut mir jetzt aber traurig. Und hör. Also ich jump hier wieder rum. Oh. Man müsste sich doch Schuhe craften können. Je länger man läuft, desto schneller wird man. Da hätte ich mir noch einen Trank mitnehmen können, ich Blödmann. Toll. Passt es genau bis dahin? Nein. Musste kurz einlenken. Aber hier ist nichts. Aber Moment, wenn jetzt da gleich dieses Tor kommt, dann laufe ich einfach mal weiter geradeaus. Vielleicht ist da irgendwo so ein Sumpfbiom. Oder Pilzbiom, wie auch immer. Da sollte sowas ja drin sein. So, wo wir schon mal da sind, was stand denn da gerade rum? Ach, ein braunes Schaf, lecker. Oh. Krass, viele Klötze. Ah ja, ich habe vergessen, ich war ja voll. Ich war total voll gewesen. Ne, Moment, in die Richtung, ne? Also hinten raus aus dem Dschungel wieder und dann weiter gerade durch. Nur so wie hier wird mein Dschungel nicht. Ich will nicht am Boden nur die ganze Zeit auf Bäumen laufen. Das finde ich doof. Oh, hast du Glück gehabt, Hähnchen? Hast du Glück gehabt, Chicken Wing?
Hör mal. Hä? Warte doch mal, ne, das nicht. Waypoint Edit. Cancel. Waypoints. Das Portal ist diese Farbe. Also in die Richtung. Ah, das könnte schon wieder passen. Das könnte sogar passen jetzt. Ab durch den Schnee, vorbei an den Kürbissen. War ich hier nicht gerade? Und? Na, ich glaube, das ist auch noch ein Stückchen, wo ich da her muss. Oh, verdammt. Sorry, Schaf, ich muss durch. Oh, da ist auch eine Höhle. Da. Ich bin, glaube ich, hier absolut in die falsche Richtung gelatscht. Oh. Krasse Monstergeräusche. Ne, da gehe ich nicht rein. Da schreien die ja schon förmlich raus. Ach, hier ist der Dschungel, wo ich drin war, generell mal. Wo ich rauskam. Das ist ja mal nice. Lohnt es irgendwo Diamanten aus den Ecken raus? Teilweise haben die Spalten ja so eine Tiefe, dass da direkt Diamanten sein können. Ne, ich scanne gerade alles ab, aber nichts zu sehen. Und in so eine Spalte jetzt rein, habe ich auch nicht unbedingt Lust. Habe ich keine Lust. Au. So, das Portal müsste auf der anderen Seite dieses Berges hier liegen. So weit, so gut. Dann laufe ich einfach mal weiter geradeaus noch ein Stück. Und die Welt wird immer größer. Ich glaube, vorher hatte die 50 MB der letzte Download. Irgendwann so ein halbes Gigabyte. Oh ne, glaube ich was gar nicht. Der wäre riesig. Oh, ein kleines Fenster. Bäm. Die Schuhe sind der Hammer, muss ich jedes Mal sagen. Deswegen nehme ich auch so wenig Schaden, wen es gerade wundert. Hier weiter hoch. So, bin ja gleich über dem Berg. Da ist ein kackbraunes Schaf. Und ein kackbraunes Schwein, ne? Ja. Da geht's weiter. Oh, toll, Wüste. Nur Wüste. Ach, da hinten ist das, ist ein Dorf. Ich glaube aber fast, dass hier das Ende in der Nähe ist. Ja klar, bei 925 war es doch, oder? Och, schade. Ich dachte, das Wasser fängt mich noch auf. Das wäre epic.